Heute gibt es ein Vier-Gänge-Menü, komplett vom Grill. Als Vorspeise eine würzige Kürbissuppe, der zweite Gang gefüllte Auberginen mit gegrilltem Salat, der Hauptgang grillte Nudeln und Spätzle mit Soße. Ja, auch das geht vom Grill. Und zum Abschluss gegrillte Birnen mit Schokosoße. Vier Gänge, heftig, deftig und saulecker. Unser Reporter Matthias Fiedler grillt zwar leidenschaftlich gern, aber für das ungewöhnliche Menü holt er sich Unterstützung. Und zwar Manuel Deißenberger, Foodblogger und absoluter Grillexperte. Wichtig für unser Menü, ein Grill mit Deckel. So bleibt die Temperatur konstant und das Grillgut gart gleichmäßig. Denn bei unserem Menü geht es nicht darum, etwas scharf anzugrillen, sondern vor allem um indirekte Hitze. Dazu später mehr. Gibt es eigentlich irgendein Gericht, was man nicht auf dem Grill zubereiten kann? Eigentlich nicht. Eigentlich kannst du alles auf dem Grill machen. Also Vier-Gänge-Menü vom Grill habe ich eigentlich schon gemacht. Vorspeise Gambas, dann vielleicht Schweinenacken, dann gibt es noch ein Entrecôte und hinterher ein Würstchen. Ich befürchte aber, dass das heute so ein bisschen abgefahrener wird. Und keine Ahnung, ob mir das taugt. Ich bin nämlich eigentlich eher konservativ, was Grillen angeht. Mal sehen, ob wir Matthias mit unserem Menü vielleicht doch überzeugen können. Zu Beginn, also als ersten Gang, gibt's eine würzige Kürbissuppe. Eine Suppe vom Grill klingt erstmal komisch, doch Profi Manuel weiß, wie das klappt. Am besten dafür geeignet Hokkaido-Kürbisse. Die müssen Manuel und Matthias zuerst von ihren Kernen befreien. Schon so eine Fisselei, ne? Das ist so ein bisschen so, als ob das Gemüse einem sagen will, koch mich mal lieber nicht, hast du viel Arbeit. So muss er aussehen. Der ausgehöhlte Kürbis muss jetzt für etwa 2 Stunden auf den Grill. Deswegen am besten einen Gasgrill benutzen. Der behält nämlich konstant die gleiche Temperatur. Aber Achtung, den Kürbis nicht direkt über das Feuer stellen, sondern indirekt grillen. Geht natürlich auch auf dem Kohlegrill mit einem Trick. Kohle nur auf eine Seite und den Kürbis auf die andere Seite legen. Indirekt heißt, wir legen den jetzt auf die linke Seite, die beiden Kürbisse, und machen nur den rechten und vielleicht auch den mittleren Brenner an, dass wir die Temperatur halten können. Und unter dem Kürbis ist keine Hitze. Das funktioniert also ähnlich wie ein Backofen mit Umluft. Neben dem Hokkaido gibt es 800 weitere Kürbissorten. Der Hokkaido ist dabei der bekannteste und beliebteste. Pluspunkt, man muss ihn nicht schälen, denn die Haut ist weich und essbar. Ursprünglich kommt er aus Japan, doch mittlerweile bekommt man ihn weltweit. Dank seiner mehligen Konsistenz eignet er sich perfekt für Suppen. Und so eine wollen Manuel und Matthias jetzt zubereiten. Dafür musste der Kürbis 120 Minuten garen. Ganz vorsichtig schaben die beiden das weiche Fleisch aus dem Kürbis. Die Schale selbst soll später nämlich als Schüssel dienen. Für die weitere Zubereitung brauchen die beiden einen gusseisernen Topf für offenes Feuer. Manuel dünstet feingehackte Zwiebeln an und vermengt sie mit dem Fruchtfleisch des Kürbisses, etwas Sahne und Gewürzen. Dazu rösten die beiden noch ein paar Kürbiskerne für das Topping. Das Fruchtfleisch wird so weich, dass man die Suppe nicht mal pürieren muss. Einfach die Suppe in die hohlen Kürbisse füllen und fast ist unser erster Gang fertig. Aber auch das Auge isst ja bekanntlich mit. Wer seine Suppe optisch pimpen will, mit gerösteten Kürbiskernen, Koriander und einem Netz aus Chilifäden garnieren. Sieht schon mal sehr gut aus. Aber wie schmeckt's? Lecker. Sehr gut. Vor allem auch mit den Toppings. Also ich habe die Kürbissuppe bisher auch immer püriert. Hier haben wir jetzt so ein bisschen Stückchen drin und das finde ich sehr lecker. Es hat so ein leicht nussiges Aroma. Und es ist natürlich schon sehr schön, die aus so einer Kürbisschale zu löffeln. Das hat schon Stil. Unser erster Gang war schon mal ein Volltreffer. Damit zu Gang 2. Gefüllte Aubergine mit gegrilltem Salat. Gegrillter Salat? Salat grillen? Das wird doch total matschig, oder nicht? Nee, mit Romana-Salat funktioniert das. Den kannst du eigentlich wunderbar grillen. Zuerst bereiten die beiden die Auberginen vor. Die brauchen nämlich etwas länger. Dafür höhlen Manuel und Matthias die Auberginen aus und befüllen sie mit einer Hackfleisch-Schafskäse-Mischung. Dazu kommen Zwiebeln, frische Tomaten, Knoblauch und Gewürze. Anschließend kommt die Masse in die Auberginenhälften. Unser Tipp: einen Holzkohlegrill verwenden. Der verleiht den Auberginen ein rauchiges Aroma. Man kann sie aber natürlich auch auf einem Gasgrill zubereiten.
immer direkt über den Kohlen gegrillt. Macht man das bei Fleisch schon so? Oder ja, bei nicht? Fleisch schon, um auch Röstaromen zu bekommen, dann natürlich schon. Aber wenn du was eher langsam garen willst, wie die Auberginen jetzt, dann machen wir die indirekt. Und eben am Rand vom Grill, denn die gefüllten Auberginen müssen ähnlich wie der Kürbis langsam garen. Weiter geht's mit der Beilage. Gegrillter Salat mit Granatapfeldressing. Ich habe so ein bisschen Angst, dass aus dem Salat auf dem Grill Spinat wird, dass das so zusammenfällt. Nee, also bei dem Romana-Salat, der wird erst scharf angegrillt. Mhm. Bei Röstaromen bekommen. Ach, lässt du unten den Ding, den kleinen Puppe dran? Ich lasse unten den Strunk dran, weil da hält er nämlich vorne zusammen. Ach, der muss dranbleiben. Jetzt habe ich natürlich schon Fehler gemacht. Macht nichts, Matthias. Die Romana-Salatherzen also nur halbieren und die Schnittflächen mit etwas Öl beträufeln. Für den Salat geht es diesmal ausnahmsweise direkt über die heiße Glut. Nach knapp 2 Minuten ist der Salat leicht gebräunt. Jetzt muss er auch aus der direkten Hitze, sonst wird er trocken. Parmesan darüber und nochmal 10 Minuten in indirekter Hitze garen lassen. Weiter geht's mit dem Dressing. Die Zutaten: Olivenöl, Himbeeressig, Salz, Pfeffer und frische Granatapfelkerne. In der Zwischenzeit sind auch die Auberginen und der Salat auf dem Grill fertig. Du checkst die Hacktemperatur. Na klar. Was sollte Hackfleisch haben? Ja, wir sollten zum Schluss so bei zwischen 70 und 75, besser 75 Grad haben. Bei dieser Temperatur ist das Hack durch, aber noch schön saftig. Kurz vor dem Servieren träufelt Manuel noch etwas von dem Dressing über den gegrillten Salat. Was sagen die Gourmets zum zweiten Gang? Super lecker, das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Gegrillter Salat klingt wie ein schlechter Witz und schmeckt super. So ein bisschen wie das Sushi-Papier, das Nuri-Algenpapier, wenn man es nicht feucht macht. Dieses ausgefallene Gericht sorgt für eine wahre Geschmacksexplosion im Mund. Der Grund? All unsere Rezeptoren werden angesprochen. Zeit für den dritten Gang, das Hauptgericht. Gegrillte Nudeln und Spätzle. Von einer Stunde hätte ich ja noch gesagt, werden die jetzt einzeln auf so einen Holzspieß gesteckt und dann auf den Rost gelegt. Aber wahrscheinlich gibt es da auch wieder so einen speziellen Topf, oder? Da haben wir so schöne kleine gusseiserne Pfännchen. Die sind im Endeffekt ähnlich wie der Dutch Oven. Da können wir die richtig schön braten. Dutch Oven ist die internationale Bezeichnung für diese Töpfe. Der Grund: Im 19. Jahrhundert kochen damit vor allem niederländische Siedler in Südafrika und in den USA. Matthias kocht zu seinen Spätzle eine Pilzrahmsoße. Zu Manuels Nudeln gibt's ganz klassisch eine selbstgemachte Tomatensoße. Die gusseisernen Töpfe halten übrigens über 1000 Grad aus. Ob auf dem Grill oder Lagerfeuer, Hitze kann ihnen nur wenig anhaben. Matthias und Manuel portionieren die vorgekochten Nudeln und Spätzle in den Pfännchen. Darüber kommt ein kleiner Klecks Soße. So werden die Nudeln unten knusprig kross und sind nach 10 Minuten fertig. Immer wieder keimt der Streit auf, ob Spätzle nun Nudeln sind oder nicht. Ganz offiziell lässt sich das nicht beantworten. Allerdings gibt es einen Unterschied. Rohe Spätzle kommen zähflüssig ins kochende Wasser, Nudeln dagegen fest. Egal ob Spätzle oder Nudeln, unser Hauptgang sieht auf jeden Fall super lecker aus. Unten knusprig kross, oben saftig frisch. Ist wahrscheinlich sehr heiß, oder? Oh ja. Schön knusprig. Mhm. Hat so ein bisschen was von Züricher Geschnetzeltem ohne Fleisch. Also ich muss sagen, wirklich die Nudeln, die unten so schön Röstaromen bekommen haben, die sind richtig gut. Wer gerne Nudeln und Spätzle isst und die am liebsten knusprig kross, der sollte sie das nächste Mal also auf jeden Fall auf dem Grill zubereiten. Zum Abschluss das sündige Dessert: gegrillte Birnen mit Schokosoße. Dafür nehmen Matthias und Manuel sogenannte Abate-Birnen. Frisch aus dem Supermarkt, haben die ein festes Fruchtfleisch und zerfallen deshalb nicht auf dem Rost. Zu Beginn halbieren die beiden die Birnen und befreien sie von Kernen und Strunk. Guck mal, ich zeig dir noch einen Trick. Ja. Wir gehen dann her und schneiden unten einfach nur so ein Stückchen von dem Boden ab. Damit sitzt sie nicht besser auf dem Grill. Damit sie besser liegt. Für die Füllung verrühren sie Schokolade mit Marzipan, Butter, einem Ei und 200 Milliliter Sahne. Und zwar im Dutch Oven.
Zum Schluss nur noch die gegrillten Birnen auf einem Teller platzieren und mit der warmen Schokosauce garnieren. Statt Birnen kann man natürlich auch anderes Obst, wie beispielsweise Äpfel grillen. So einfach kann's gehen. Ein leckeres Dessert im Grill-Style. Oh. Lecker. Und es ist halt überraschend, es hat noch Biss, ne? Viele mögen das ja auch nicht, wenn das so weich wird dann. Auch das Dessert kommt bei Matthias gut an. Mir haben alle vier Gänge gut geschmeckt, aber mein persönlicher Favorit ist der gegrillte Salat, weil es einfach so verrückt ist. Eine tolle Beigabe auch zu Fleisch oder was auch immer. Der war auf jeden Fall nicht schlecht, aber mein Highlight war der gegrillte Kürbis, die Kürbissuppe, weil die war einfach richtig lecker und vor allem auch vom Anrichten her in dem Kürbis echt ein richtiges Highlight. Auch Suppe und Salat kann man grillen. Unser Vier-Gänge-Menü vom Grill sieht nicht nur super aus, sondern ist auch abwechslungsreich und, das Wichtigste, es schmeckt.